Eieiei. Was ist hier los? Was ist hier los? Eindrängen, ey. Jo. Gehst du mal kicken? Ah, okay, so. Ja, dann. Yeah, nehmt bitte. Ja, dann nehmt ihn nur. Der kriegt uns Wert Nummer in Rüch. Ja, Stick und Stick und Stick. Jawohl. Ja, der ist hinüber. Der ist hinüber. Oh, wir euch! Der ist so hinüber. Oh, von Matthew. Kümmert euch um die Bogenschützen! Rasch! Okay. Nehmen sind die Bogen. Der Bogen, der Bogen, Dor, Ben. Ich hau den ruhig kaputt. Ich mach die tot. Leber ist auf den Bein. Nun, ich mag die tot. Ich mag die tot. Bam. In your face, bitch. In dein Gesicht, du Frau für Geld. Na? Das ist auch Oha. Was ist das für ein Schwert? Oh, der hätte kaum. Der hätte kaum. Kaum schon anrecht. Der hätte kaum schon anrecht. Das ist. Was hat der Dobby? Was hast du, Dobby? Tjo, nix. Nix. Nicht wirklich fail, ne? Nicht so wirklich fail. Aber den kriegt wieder. Na komm. Oh. Ein Pil haben wir abkriegen. Wir haben ein Pil abkriegen. Boah, da oben. Das staut noch weg. Erstmal anschäten. Bam. Oh, zwei Regen. Zwei Pilen und der fällt um. Und noch ein. Na komm. Yeah. Oh, was? Nehmen wir noch ein abkriegen. Was ist da? Nee. Oh, ich weiß nur auch nicht, wo viel. Pils wie nur hem. Ich glaube, wir haben kein Pil. Nee, wir haben kein mehr. Wir haben kein Pil mehr. Nee. Aber. Kommt die Dole? Hey, kommt Dole. Glaubt das nicht. Nee, hey, wer Dole schoten? Hey, wer Dole schoten? Das ist der. Das ist der Homer. Das ist der Homer. Ja, das ist der Homer. Das ist der Homer. Aber wir haben nicht mehr so viel Peel. Mal kicken. Aber von der, von der Fernkippers kriegt wie nochmal den ein. Oder anderen Peel. Kein Schritt weiter! Tötet sie! Jawohl. Der ist auch tot. Ja, dann müssen wir bloß noch hier innen. Oh, das tut mir leid. Du weißt ja, ne? Mein Peel weht, dass du das wärst. Dürren tut das gar nicht so weh. Oha, ja. Der hat Peels dabei. Thank you.
dich zerstückeln, du Bastard. Hast du schon mal versucht? Ich bin noch hier. Was? Wer zur Hölle bist du? Hast du mich vergessen? Ich dich nämlich nicht. Wo ist mein Scheißschwert? Was zum Teufel faselst du da? Welches Schwert? Warte mal. Du bist doch... Leck mich am Arsch. Und ich dachte, die Krähen hätten dich zerpflückt. Du zäher kleiner Mistkerl. Was hast du mit dem Schwert gemacht? Wenn ich an unsere letzte Begegnung denke, war es ein großer Fehler, von dir herzukommen. Das Schwert! Aber vielleicht hast du ja etwas geübt. Ich hoffe es für dich. Letztes Mal war viel zu leicht. Wow, da ist er, der Herr Lehmann. Na, Herr Lehmann, nehmen es denn den Lehmann hin? Oh, wir sind da... Ja, wir können nicht, wie können nicht rennen. Und nu geidert, Hier hätt's ihn Lehmann gar nicht dabei. Boah, ich käfe erstmal ein Peel für die. Erstmal hier so. Und nu, bam, ein. Und noch ein. In your face. Ist hier deine Kraft, Junge. Du hast das alleine geschafft? Sehr gut. Toll gemacht. Du überraschst mich. Er war ein Berg von einem Mann. Er war es, der Neuhof überfiel und dein Schwert geraubt hat, Herr. Das dachte ich mir schon. Was hat er dir gesagt? Wenn er noch leben würde, hätte der Henker ihn vielleicht mehr entlocken können. Was soll's. Das kann im Eifer des Gefechts passieren. Wie dem auch sei, wir haben eine Truhe voller Münzen entdeckt. Jemand hat dieses Gesindel wirklich gut bezahlt. Es waren noch ein paar von Sigismunds Barbaren unter ihnen. Ich glaube, es ist noch nicht vorbei. Wer auch immer das angezettelt hat, muss hohen Ranges sein und wird sich nicht so leicht geschlagen geben. Dieser Wurm war nur ein Bauer. Ich fürchte, ihr habt recht, Herr. Nun, Junge, das war wohl nicht unsere letzte Schlacht. Das ist nur die Anspannung. Lass es ruhig raus. Nun, lass alles hinter dir. Ein guter Christ sollte sich mit solchen Gräueln nicht belasten. Ich weiß nicht, Herr. Ich möchte das nicht vergessen. Es ist an der Zeit, dass diese Kerle für das büßen, was sie uns angetan haben. Du hast recht, Junge. Doch zuerst müssen wir uns ausruhen. Wir treffen uns später in der oberen Burg von Ratai und entscheiden, wie wir weiter vorgehen. Und zugegeben, du hast dich heute gut geschlagen.
Dafür wirst du mir büßen. Es ist Zeit für unseren nächsten Schritt. Überbringe die Kunde. Ja, Herr. Ik had dat ook twee, drie mol nee starten müsst. Ja, dat wär nicht on. Aber den Kill, ne? Den Endboss, den haben wir mit einem Piel im Kopf. Mit zwei Pielen haben wir den tot kriegen. Das wäre nicht schlecht. Okay, das ist uns Korma. Wir haben Korma kriegen. Wir haben so gut kämpft. Und darum haben wir nur uns eigen Korma kriegen. Und ja. Das ist gut. Das hier ist uns Hus. Uns Hus, uns Korma. Und hier können wir jemals wieder zurückkommen. Da können wir jemals wieder zurückkommen und speakern. Ja, und das ist heel gut. Ja, nun haben wir das Schlacht achter uns und wir haben gewonnen. Ja, wir haben das Schlacht gewonnen. Und das ist was war nicht moi. So, okay, das war wie Lütten Duster. Aber das deit nix. Das deit gar nix. Nun kriegt die mal, was wie hier. Tut das ist dünn. Nun kriegt die mal, was wie hier. Tut das ist dünn. Uns Obdrach Chlor kriegen, wenn es nur zu laut ist. Ah, das ist gut. Mein Herr, ich fürchte, du hattest recht damit, dass die Überfälle nach Pribislavitz nicht enden würden. Das kommt wenig überraschend. Was ist geschehen? Meine Männer haben zwei neue Angriffe gemeldet. Ah, Heinrich, wie schön, dass du da bist. Es scheint, als hätten wir wieder Arbeit für dich. Komm her zu uns. Meine Herren. Sei gegrüßt, Junge. Die Banditen haben einige abgelegene Weiler überfallen, doch das ist unsere geringste Sorge. Sie griffen auch Merhojet an. Und das ist wesentlich ernster. Merhojet? Dort arbeitet doch Matthias. Sie griffen gleich nach der Schlacht in Pribislavitz an. Die Bastarde wollten wohl ein wenig mit ihrer Stärke prahlen. Doch es gibt auch eine gute Nachricht. Die Dorfbewohner wehrten sich. Und konnten sogar einen von ihnen gefangen nehmen. Er ist verwundet. Aber wir können ihn noch verhören. Euer Gnaden. Ich hoffe, ich störe nicht. Nein, ganz im Gegenteil, Meister Tobias. Im Gegensatz zu Bernhard bringst du zu mir nämlich meist frohe Kunde. Zumindest den Münzen in deinen Händen nach zu urteilen. Erzähl mal, wie viele Groschen wurden in Pribislavitz gefunden? Mein Herr, ich fürchte, meine Nachrichten sind wenig besser als die des Hauptmanns. Diese Münzen sind sehr gut, aber leider muss ich euch sagen, dass die sehr gut gemachte Faksimiles sind. Kack, was? Was zum Teufel sind denn Kaksimiles? Ach, ist mir auch egal. Ich will wissen, was sie wert sind. Genau das ist es ja, Herr. Sie sind wertlos. Willst du mir sagen, was ich denke, Meister Tobias? Das hier... ist bloß ein Haufen Kupfer. Korva! Mist! Mit Silber plattiert, also sind sie nicht völlig... wertlos. Korva! Scheiße! Ist es sehr aufwendig, solche Fälschungen herzustellen, Meister Tobias? Würde ich schon sagen, Herr. Hochpräzise Arbeit. Besonders, wenn sie so hochwertig hergestellt sind wie diese. Sie bräuchten eine gut versteckte Gießerei, mehrere Handwerker und auch eine Rohstoffquelle. Aber sie könnten auch von irgendwo anders hierher gebracht worden sein, nicht wahr? Schon möglich. Allerdings sind die Silbermine in der Nähe und diese Groschen sehen frisch gemünzt aus. Also stehen wir einem Feind gegenüber, welcher über fast unbegrenzte Geldmittel verfügt. Großartig. Doppre Delle. Nun, meine Herren... es ist klar, was zu tun ist. Den Gefangenen verhören, um zu erfahren, wie viele Männer sie haben und sie dann umgehend von der Geldquelle abschneiden. Sonst stellen sie noch ein weiteres Feldlager auf.
Wenn sie das nicht schon haben. Das bezweifle ich, Herr. Mehr Huyet hätte sie nicht abwehren können, wenn schon eins stünde. Nun, Junge, als ich sagte, es gäbe Arbeit für dich, hätte ich nicht gedacht, dass es so viel sein würde. Du hast bereits erwiesen, wie gut du dich als Ermittler schlägst. Deshalb zähle ich erneut auf dich. Reite nach Mer Huyet und verhöre den Gefangenen. Finde heraus, wo sich diese Banditen verstecken, wie viele es sind und was sie vorhaben. Wenn du schon dabei bist, kannst du auch versuchen, in Erfahrung zu bringen, wo diese gefälschten Münzen herstammen. Jawohl, Herr. Viel Glück. Wir zählen auf dich. Wir alle. Erstatte mir Bericht, sobald du etwas erfährst. Ich bin beim Aussichtspunkt in der Nähe von Thalmberg.